Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael, das ist eine weitere Folge Conan Exiles. Tipps, Tricks und Tutorials? Ja, auf jeden Fall. Läuft wahrscheinlich heute eher unter der Kategorie Tipp. Und zwar für die, die es noch nicht bemerkt haben. Und zwar geht es um eine kleine Änderung, die mit dem letzten Update kam. Eine kleine, aber nicht unwichtige Änderung, die wir aber im Normalfall nicht bemerken, wenn wir schon weiter im Gameplay fortgeschritten sind. Und das ist der Umstand, dass unsere betäubenden Waffen, mit denen wir in Mitarbeiterdiskussion oder in Diskussion mit zukünftigen Mitarbeitern gehen, kein Totschlagargument mehr sind, sondern hier wirkt nur wirklich nur noch Überzeugungsarbeit leisten. Das ist von daher wichtig. Ich habe ja, glaube ich, ein oder zwei Folgen mal gemacht, wo ich mich nur mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Was sollte ich verhindern bei der Skillung, wenn ich wirklich mit Level 10 schon auf Mitarbeiterjagd gehe? Was kann ich falsch machen? Weil da gab es eben genau diesen Umstand, dass durch diesen minimalen Schaden, den ein einfacher Knüppel gemacht hat, ich vor allen Dingen die hochwertigen Thralls, also T4er, eigentlich erschlagen habe. Ich habe sie nicht betäubt, sie haben so viel Leben verloren in dieser Phase, dass sie tot waren, bevor sie bewusstlos waren. Wenn man dann hergegangen ist und hat entsprechend statt auf Beweglichkeit oder auf Stärke auf Autorität gesetzt, dann hat man das Problem nicht gehabt. Und man muss dann wirklich dann abwägen, wann man wo welche Punkte investiert, eventuell dann eben auch zurücksetzt. Und das alles können wir uns jetzt sparen. Ich muss jetzt hier bloß ganz kurz was umstellen. Okay, S1. Ich habe hier eine Mod drauf. Ich ziehe die mal hier rechts rüber. Und zwar ist es der Damage-Meter, den brauchen wir von daher, weil ich euch natürlich zeigen will, dass ich keinen Schaden mehr mache, je nachdem, welches Argument ich benutze. Der sieht mich jetzt nicht. Das ist jetzt hier ein Dafari pom, 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 Rüstungsmacher, glaube ich. In der Vergangenheit war das Problem, wenn ich jetzt auf den eingeschlagen habe, hat er nicht nur, wie man es jetzt hier sieht, oben diese Concussive Damage, also diesen betäubenden Schaden bekommen, sondern er hat dann eben auch entsprechend Lebensschaden bekommen. Und wir sehen, er bleibt eher auf die 165 stehen. Und zwar egal welche, er ist natürlich jetzt etwas nervös, das sieht mich nicht, egal welche Keule ich jetzt hier nehme von, ups, jetzt, da ist er. Ah, jetzt ist er resettet, weil er ist okay, können wir, das ist gut, dann gehe ich nicht die Gefahr, dass ich ihn komplett betäube. Da ist er wieder. Und ihr seht auch hier bis hoch zum schweren Knüppel. Alle, die hier machen nur Concussive Damage, unterschiedlich stark, je nachdem, welches Ding ich benutze. Aber ich habe keinen Schaden mehr, der ihn potenziell töten könnte. So, und jetzt kommen wir zu drei anderen Waffen, die ebenfalls für Mitarbeitergewinnungsprojekte durchaus eingesetzt werden. Das ist einmal hier der Liebesknüppel. Und der Unterschied ist schon, wenn wir hier reinschauen, der hier steht Gesundheitsschaden 0. Gesundheitsschaden 0, 0, 0, 0. Und hier steht 1. Das heißt, wir können jetzt davon ausgehen. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier zuschlage, ich habe 3 Nahkampfschaden gemacht und 75 Concussive Damage, also betäubender Schaden. Also ich mache deutlich mehr betäubenden Schaden, wie ich Gesundheitsschaden rüberbringe. Aber das hängt auch jetzt damit zusammen, dass ich relativ viel in Autorität geskillt habe. Wenn ich jetzt hier meinen Charakter, kleinen Moment mal, wir setzen einfach mal hier meine Attribute alle zurück. So, und jetzt habe ich hier eben nichts mehr. Und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Und jetzt habe ich nur noch 30 Concussive Damage. Und ihr seht, ich mache trotzdem immer noch gleich viel Nahkampfwaffenschaden, diesen Melee Damage. Ich habe immer noch den Vorteil,
dass durch diese Waffe, die ich jetzt habe, durch diesen Liebesknüppel, ich deutlich mehr betäubenden Schaden rüberbringe wie tödlichen Schaden. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch ohne Probleme weitermachen. Wie sieht's aus, wenn ich jetzt aber meinen Charakter voll auf Stärke geskillt hätte? So, ja, jetzt sieht es so aus, dass ich jetzt mit einem Schlag, ja gut, ich mache jetzt drei. Also ich mache jetzt wirklich mehr Melee-Schaden, aber immer noch im Verhältnis weniger, deutlich weniger. Also es ist zumindest, was die normalen Knüppel angeht, jetzt völlig gefahrlos. Was jetzt diese Spezialwaffen angeht, da gehen wir mal ganz kurz her, wir gehen mal und setzen das Lock zurück. So, und gucken uns jetzt hier den Wurfspeer an. Das ist ja eine Waffe, die durchaus interessant ist. Und zwar, wie heißt das Ding? Das ist der stumpfe Speer. Den können wir relativ früh freischalten. Und zwar müsste der hier unten. Da ist er. Der ist Voraussetzung Stufe 21, wo wir den freischalten können. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie sieht es bei dem aus? Der macht nur 20 Concussive Damage. Ich gehe jetzt und resette erstmal meine Attribute. So, also das heißt, ich bin jungfräulich. Auch hier würde es jetzt gehen. Das heißt, ihr seht, ich mache im Verhältnis, wenn ich gar nichts auf Schaden gesetzt habe, da funktioniert es auf jeden Fall. Es ist aber, das muss man aufpassen, es ist eine Beweglichkeitswaffe, das heißt, die holt sich ihren Schaden über die Beweglichkeit. Das gehen wir jetzt mal komplett hoch. 20, 21, wir könnten schon alle Punkte hier auf jeden Fall in Beweglichkeit gesetzt haben. So, und wie sieht es dann aus? Ich setze noch mal ganz kurz das Lock zurück. Ja, wir kommen jetzt auf 3. Dafür steigt auch etwas der. Ne, jetzt haben wir nur 20, 20. Na. Okay. Also, wir kriegen ihn auch runter. Er nimmt jetzt Schaden, aber es wäre bei weitem nicht so dramatisch. Und das Letzte, was wir uns anschauen, sind die Pfeile. Ich habe jetzt gezielt einen Bogen genommen, Jagdbogen, der von Haus aus einen sehr geringen Gesundheitsschaden hat. Die Pfeile selber haben auch Gesundheitsschaden. Wir schauen uns jetzt mal an. Wir bleiben jetzt gerade mal auf der Beweglichkeitsschadenskillung. Das ist ja der maximale Schaden, den wir hier rausholen würden. Ich setze mal das Lock zurück, damit wir dann sehen, was kommt jetzt hier vom, wenn wir treffen. Und ihr seht 13 Range Damage und 55 Concussive Damage dafür. Das heißt, der betäubende Schaden ist wirklich recht hoch, wenn ich ihn treffe. Aber das ist auch die Waffe, wo ich am meisten tödlichen Schaden rüberbringe. Das heißt, wir kriegen ihn runter im Verhältnis zum Lebensbalken geht hier der Bewusstseinsbalken deutlich schneller runter. Aber wie sieht das aus? Wir haben ja nicht immer das Glück, dass die komplett unverwundet sind. Das heißt, wenn wir, kleinen Moment mal. So, wir sind jetzt hier am New River, am Strand vom New River. Und hier ist ja einer dieser Kämpfer, die hier spazieren laufen. Jetzt ist es Alk, der Mörder. Es gibt ja auch andere, je nachdem, wer hier eben spawnt. Und der hat jetzt hier die zwei erledigt, hat interessanterweise so gut wie keinen Schaden genommen. Das ist ja aber nicht immer der Fall. Das heißt, bei denen, wenn ich da jetzt hergehen würde und müsste oder wollte mit meinem Bogen arbeiten, da seht ihr, da funktioniert es nicht, weil
Der Lebensbalken geht deutlich schneller runter, wie jetzt der Concussive, also der betäubende Schaden, weil der einfach so wenig Leben hat. Bei den anderen Waffen, wenn wir jetzt hier mit dem normalen Knüppel arbeiten, dann haben wir hier zwar ein bisschen was zu tun, aber wir kriegen eben dadurch, dass wir jetzt keinen tödlichen Schaden mehr rüberbringen, können wir die jetzt hier in aller Ruhe runterknüppeln. Und es gibt ja von denen 4 Stück. Das ist einmal hier der Spot. Ich zeige es euch gerade mal auf der Karte. Das ist der hier. Dann haben wir hier drüben einen Spot. Da ist er. So, wie gesagt, wenn ich jetzt hier zuschlag, dann, obwohl sie jetzt schon nur halbe Leben hat, könnte ich jetzt getrost hingehen und sie runterknüppeln, weil ihr seht, sie verliert nichts mehr. Und das war ja einer der großen Nachteile, wenn man hier am Anfang diese vorgeschädigten Gefährten angegangen ist, da musste man dann mit Schießen arbeiten, also sie weglocken und dann sich nicht erreichbar machen, damit sie dann sehr schnell den Lebensbalken wieder auffüllen. Das hat aber in den Solo-Games sehr schlecht geklappt, weil wenn ich mich zu weit entfernt habe, habe ich dann auch hier den normalen Gegner resettet. Also das ist auf jeden Fall jetzt besser. Gibt noch einen Spot, das ist 1, 2. Muss ich aufpassen, dass ich keinen Mist erzähle. Ich gehe mal hier hin. Das ist der dritte Spot. Da unten ist er schon. Jawohl. Der Kollege. Das ist übrigens der oder die, der Kollege oder die Kollegin, die hier steht. Die hat den Vorteil, wenn ihr die angeht, das ist die einzigste, wo kein normaler Gegner in der Nähe ist. Das heißt, die habt ihr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich immer mit vollem Lebensbalken. Und es gibt noch mal einen hier am Noob River. Das müsste, ich gehe mal hier rüber, hier sein. Da ist sie. Und, oder jetzt sie, kann aber eben auch ein er sein. Und da haben wir wieder das, dass da der NPC, den wir eigentlich wollen, ab und an mal den kürzeren zieht. Und hier muss man dann eben, wenn man hier den für sich gewinnen will, dann sollte man hier auf jeden Fall auf den Standardknüppel gehen. Also diese Klasse hier, damit ihr auf keinen Fall tödlichen Schaden verursacht. Das ist hier. Wie sieht es aus, wenn wir jetzt die Knüppel noch verbessern? Können wir noch ganz kurz gucken? Jawohl, da sind wir. Ich tue mal, hier habe ich schon was vorbereitet. Also normalerweise gibt es ja die drei Aufsätze. Das ist einmal der einfache Aufsatz, dann gibt es den normalen Aufsatz und den verbesserten Aufsatz. Klassischerweise ist der einfache Aufsatz meistens hier beim normalen Knüppel kommt er zum Einsatz. Man kann ihn dann auch schon überschneidet sich mit der Eisenkeule, bevor ich dann den Aufsatz, den mittleren sozusagen, halt den Turm mal aber hier drauf. Und den verbesserten, den packen wir mal auf die klassische Stahlkeule. Das sind jetzt sozusagen unsere drei Beispiele mit Aufsätzen. So, die hier tun wir mal rüber, damit ich. So, und dann gucken wir mal. Aber auch da, ne, muss ich die Türe nicht aufmachen, sonst geht der Stift, das habe ich vorher schon gemerkt. Also, nehmen wir die normale. Auch hier, wir sehen ganz normal Concussive. Und wir gehen mit dem hier auch keinen tödlichen Schaden. Und wir gehen, na, bleibst du mal stehen. Und wir gehen mit dem hier auch keinen tödlichen Schaden. Also, das heißt, die Lebenspunkte bleiben oben. Wir verstärken wirklich nur den betäubenden Schaden mit den Aufsätzen. Es passiert nichts. Den kann ich natürlich auch, diesen Verbesserungsaufsatz kann ich natürlich auch auf den Liebesknüppel packen. Aber ich kann ihn nicht auf den Bogen oder auf die Wurfspeere packen. Das heißt, die bleiben, wie sie sind. Also eher so eine Nische. Und wenn ich kein Risiko eingehen will, dann arbeite ich eben ganz normal mit dem normalen Knüppel bzw. Eisenkeule.
Stahlkeule und so weiter. Das sind also immer die drei, die wir klassischerweise recht einfach herstellen können. Und wie gesagt, es spielt keine Rolle mehr, welche Attributpunkte ihr vergeben habt. Ihr müsst nicht mehr darauf achten, gerade am Anfang, wenn ihr irgendwo so zwischen Level 10 und 20 seid, da wo es ja eigentlich anfängt, dass man sich Mitarbeiter, dass man sein erstes Mitarbeitergewinnungsprojekt angeht. Da braucht ihr keine Angst mehr haben, dass ihr euch verskillt habt, weil ihr eben auf Stärke und/oder Beweglichkeit gesetzt habt und noch gar nichts auf Autorität. Das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Eine coole Änderung, die auf jeden Fall am Anfang des Games ganz wichtig ist. Wie gesagt, gegen später spielt's hat's nie die Riesenrolle gespielt, weil man einfach deutlich bessere betäubende Waffen gehabt hat, die einfach im Verhältnis zu dem bis zum Update rudimentären Lebensschaden, den tödlichen Schaden, den sie verursacht haben, einfach trotzdem zum Durchknüppeln war. Okay, ich hoffe, die Info, dieser Tipp war interessant für euch und ihr könnt den beim nächsten Start eines Games verwenden. Wie gesagt, im Endgame spielt das alles gar keine Rolle mehr, nicht in dem Maß. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett und gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ihr könnt auch die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Und ansonsten schaut einfach im Kanal vorbei. Seid im nächsten Video dabei, hier bei Conan Exiles Age of War Mods kurz vorgestellt oder Tipps, Tricks und Tutorials oder auch gerne in meinem Gameplay Age of War Kapitel 2 Gameplay mit Mods. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye bye.